Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, ich bin putzmunter, wie man das in Thüringen nennt, wenn es jemandem gut geht. Aber leider war dieser Test positiv. Und nun bin ich froh, dass wir das wenigstens so arrangieren konnten. Es ist sonderbar, hier an einem Schreibtisch zu sitzen vor dem Laptop und einen Vortrag zu halten. Ich will das aber gerne versuchen und freue mich, dass wir es wenigstens auf diese Art und Weise geschafft haben. Es passt ja alles auch irgendwie gut zusammen. Einige Bundesländer haben ja gerade beschlossen, dass die Corona-Maßnahmen da mehr oder weniger beendet werden sollen. Mit guten Gründen und haben sich dann natürlich auch auf Erkenntnisse berufen, die sie für wahr halten. Und natürlich gibt es dann unseren Gesundheitsminister, Herrn Lauterbach, der eine andere Wahrheit hat und der da auch sofort widersprochen hat. Das heißt, wir haben auch hier schon ein schönes Beispiel dafür, wie Rechthaberei dazu führt, dass man in Konflikte miteinander gerät. Der eine glaubt das und hält das für richtig, der andere hält etwas anderes für richtig. Und dann streitet man sich. Und das Eigenartige bei diesen Streitereien ist, dass es ja eigentlich wirklich nur eine Vorstellung ist, über die man sich streitet. Und diese Vorstellung wird ja im Hirn produziert oder wird dort verankert. Und dort wiederum in einer Region, die nennen wir präfrontale Rinde. Das ist eine sehr kleine Region, also wenn man das so auf die Gesamtmasse eines Menschen bezieht, ist das doch eine fast vernachlässigbare Menge an Zellen, die da in dieser präfrontalen Rinde sind. Und es ist schon sonderbar, dass wir in der Lage sind, mit Hilfe dieser in dieser präfrontalen Rinde verankerten Vorstellungen unseren ganzen Körper zu beeinflussen. Es gibt Menschen, die haben die Vorstellung, dass ihr Leben aus irgendwelchen Gründen nicht mehr lebenswert ist. Und da gibt es dann andere Regionen im Hirn, zum Beispiel den Hirnstamm, die rufen dann nach oben, bitte mach das nicht. Aber dann springt der trotzdem irgendwo runter und bringt sich um. Vorstellungen führen auch dazu, dass Menschen miteinander in schwere Konflikte kommen, wegen der Vorstellungen, die Menschen haben und der unterschiedlichen Vorstellungen, die Menschen haben, führen sogar, dass Kriege geführt werden. Und deshalb ist das schon eine interessante Frage, wie denn eigentlich diese Vorstellungen, von denen man immer meint, dass sie doch unbedingt richtig sind, da eigentlich ins Hirn kommen. Und das möchte ich gerne mit Ihnen heute ein bisschen näher anschauen. Und da ist ja auch im Bereich der Neurobiologie in den letzten Jahren einiges passiert. Ich habe das Glück gehabt, diese Neurobiologie in einer Phase mitzuerleben als experimenteller Hirnforscher, in der die Neurobiologen selbst ihre eigenen Paradigmen und Wahrheiten, die sie noch in den 60er und 70er Jahren vor sich hergetragen haben, wie eine Monstranz in Frage stellen mussten und wo dann plötzlich diese großartige Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass unser Gehirn nicht so sehr, wie man das bis dahin angenommen hatte, durch genetische Programme in seiner Strukturierung gelenkt und gesteuert wird, sondern dass das ein sich selbst organisierender Prozess ist, der diese Vernetzungen im Hirn aus einem riesigen Überangebot, was von durch Steuerung der genetischen Programme dann bereitgestellt wird, dass sich dann eben bestimmte Vernetzungen in einer ganz bestimmten Weise herausbilden. Und das hat natürlich riesige Konsequenzen. Das heißt, dass wir das ganze Leben lang ein Hirn haben, was umbaufähig ist. Wir könnten also rein theoretisch das ganze Leben lang uns auch verändern. Wir könnten einmal im Hirn verankerte Vorstellungen auch wieder überlagern durch neue und andere Vorstellungen. Das fällt uns aber sehr schwer und wir werden uns ein bisschen anschauen heute, warum uns das so schwer fällt. Und natürlich hält immer derjenige, der eine bestimmte Vorstellung hat,
diese Vorstellung für die einzig richtige und das, was dann passiert, wenn er mit dieser Vorstellung dann auch so einigermaßen in der Welt sich zurechtfindet, dann hält er diese Vorstellung sozusagen für einen Teil von sich selbst. Er identifiziert sich mit dieser Vorstellung und das macht dann die Sache sehr, sehr problematisch, weil man nämlich dann, wenn man von dieser Vorstellung ablassen sollte oder möchte oder wollte oder einem jemand sagt, man möchte diese Vorstellung doch bitte verändern, dann wird das sehr leicht als eine Infragestellung des gesamten Ich-Konstrukts betrachtet, dass diese betreffende Person dann mit dieser jeweiligen Vorstellung sich selbst ins Hirn konstruiert hat. Ja, die Tragweite dieser unglaublichen Erkenntnis, dass das Hirn nicht so fertig strukturiert ist, wenn wir auf die Welt kommen, sondern dass es sich erst durch die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen, selbst strukturiert ist, ist atemberaubend und ich glaube in der Konsequenz immer noch nicht ganz in der Gesellschaft angekommen. Denn diese Erkenntnis bedeutet ja, dass wir nicht festgelegt sind. Man kann es auch prosaischer ausdrücken und kann sagen, wir sind alle Suchende und keiner weiß, wie es geht. Und wir müssen alle erst im Laufe des Lebens herausfinden, was da wirklich wichtig ist und was auf welche Weise dann im Hirn verankert werden kann. Und diese Tatsache, dass wir da als Suchende unterwegs sind, hat natürlich zwangsläufig auch, birgt zwangsläufig die Gefahr, dass wir uns dabei verirren. Und das wäre ja nun nicht das erste Mal. Sie kennen alle Menschen, die sich mit ihren Vorstellungen hoffnungslos verrannt haben. Und es gibt auch ganze Epochen und gesellschaftliche Formationen, wo man sagen muss, das war eine kollektive Verirrung, in die diese Menschen hineingeraten sind. Und deshalb halte ich das so für wichtig, dass man dieser Frage etwas genauer nachgeht, wie denn eigentlich diese Vorstellung, was richtig und was falsch ist, ins Hirn kommen. Da, es gibt aber eben ein Prinzip, das von den Hirnforschern in den letzten Jahren so immer deutlicher herausgearbeitet worden sind. Und das ist enorm spannend, weil es plötzlich eine ganz neue Dimension eröffnet. Und dieses Prinzip heißt, das Hirn organisiert sich selbst, aber Sie ahnen schon selbst, dass auch jede Form von Selbstorganisation in alle möglichen Richtungen gehen kann, wenn es nicht wenn diese Selbstorganisationsprozesse nicht durch irgendetwas in eine bestimmte Richtung gelenkt und gesteuert würden. Und in unserem Gehirn wird das verwirklicht, was in allen lebenden Systemen, die sich selbst organisieren, auch verwirklicht wird, nämlich dieser Grundsatz, dass die Beziehungen der Komponenten oder der Konstituenten eines lebenden Systems sich immer wieder so umorganisieren und immer wieder neu organisieren, dass am Ende ein Zustand herauskommt, bei dem für die Aufrechterhaltung des betreffenden Systems und für seine Funktion so wenig Energie wie möglich verbraucht wird. Das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun. Dafür können die lebenden Systeme nichts. Man kann es ja fast so ausdrücken, als ob ein lebendes System so eine Art Insel ist in einer Welt, in der der zweite Hauptsatz der Thermodynamik bestimmt, dass alles dissipiert, also dass sich die in jeder Struktur enthaltene Energie die Tendenz hat, sich wieder gleichmäßig im Weltall zu verteilen. Und Leben ist eine Form, die die Materie gefunden hat, um sich gewissermaßen diesem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik entgegenzustellen. Und es wird unter Einsatz von Energie dafür gesorgt, dass Strukturen entstehen, die sich selbst erhalten können. Das ist eigentlich schon atemberaubend genug. Und das gilt natürlich für jeden Ameisenhaufen. Und das gilt auch für jetzt im Herbst beispielsweise für den Zug der Kraniche, wenn Sie vielleicht das Glück haben, dort in Benediktushof so einen Schwarm
in den Süden abziehen, da Kraniche zu sehen, dann können Sie das sich anschauen, wie die so versetzt in dieser V-Formation so fliegen, dass der jeweils vor dem betreffenden Vogel fliegende Kranich mit seinem Flügelschlag einen Aufwind erzeugt, der von dem dahinter fliegenden genutzt wird. Und der dahinter fliegende verbraucht dann schon ein Drittel weniger Energie. Das ist ein sich selbst organisierendes Gebilde da oben, diese V-Formation. Und das Kriterium, nach dem es sich organisiert, heißt Energiesparen. Und das gilt natürlich auch fürs Hirn. Das Hirn organisiert die Beziehungen seiner Nervenzellen und damit die Verknüpfungen, die dort oben aufgebaut werden, nach dem Prinzip, dass Verbindungen gesucht werden, die möglichst wenig Energie beanspruchen. Energie verbrauchen Nervenzellen immer dann, wenn sie, wie wir das nennen, feuern, wenn die also ein Erregungspotenzial aufbauen und dann werden Ionen ausgeschüttet und die müssen wieder zurücktransportiert werden. Dabei wird ATP verbraucht. Das ATP wird aus Glucose bereitgestellt. Und deshalb ist immer in jeder Region, in der sehr viele Neuronen sehr stark feuern, der Glukoseverbrauch besonders hoch. Und das Gehirn versucht dann, also wenn ich sage, das Gehirn ist es natürlich falsch, jede einzelne Nervenzelle versucht dann, wenn sie zu viel Energie verbraucht, weil sie überlastet wird, weil sie zu stark erregt wird, dann versucht die dafür zu sorgen, dass dieser hohe Erregungszustand abgestellt wird. Und das machen Nervenzellen, indem sie andere, die dann so starke Erregungen auf sie an sie weiterleiten, indem solche anderen Nervenzellen dann gehemmt werden. Und dann entsteht eben, oder auf diese Weise kann jede Nervenzelle dafür sorgen, dass ihr Energieverbrauch nicht ins Unendliche hochschießt. Und das führt dann, weil das alle Nervenzellen so machen, dazu, dass alle Nervenzellen im Hirn in ihren Wechselbeziehungen einen Zustand anstreben, in dem möglichst wenig Energie verbraucht wird. Dieser Zustand, wir haben kein gutes Wort dafür, ich nenne ihn gerne Kohärenz, weil er natürlich ein dynamischer Zustand ist. Das heißt, es ist nicht so etwas wie Homöostase oder Gleichgewicht oder wie immer man das nennen will. Er wird ja ständig neu aufgebaut und immer wieder geht es um die eine Frage, wie können Nervenzellen ihre Beziehungen so ordnen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und das ist natürlich immer dann der Fall, wenn da oben alles kohärent läuft, wenn nichts durcheinander kommt. Und in diesem optimalen, kohärenten Zustand wird dann kaum noch Energie verbraucht. Aber das Problem ist eben, dass dieser kohärente Zustand sich nicht aufrechterhalten lässt. Das ist ja das Kennzeichen von Leben, dass es immer wieder in dem Zustand, in dem es, den es gerade erreicht hat, gestört wird. Wir haben zwar als Menschen das intuitiv erfasst, wohin das Ganze sich immer wieder organisieren möchte, und haben dafür auch so wunderbare Begrifflichkeiten gefunden, für die Zustände, wo dann mal wirklich alles passt. Also kann man dann Himmelreich nennen oder Nirvana oder Paradies. Und das Problem bei all diesen Zuständen ist, dass, wenn es wirklich mal richtig passen würde, man nicht mehr lebendig ist. Das heißt, man erreicht diesen wunderbaren Zustand der völligen Kohärenz erst dann, wenn man gestorben ist. Dann nützt einem auch nichts mehr. Und vorher ist es grundsätzlich und immer so, dass das Gehirn ein offenes System ist, dass da immer wieder neue Erregungen reinkommen und dass deshalb das Gehirn ständig damit beschäftigt ist, den damit einhergehenden höheren Energieverbrauch in diesem nun inkohärent gewordenen Zustand wieder zu verringern, indem es einen Weg sucht, um den ganzen Prozess wieder kohärenter zu gestalten. Das ist das, was wir das ganze Leben lang mit unserem Hirn machen. Wir versuchen, Energie zu sparen. So, und jetzt verstehen Sie, warum Denken oder gar Probleme lösen nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen des Menschen gehören. Wir sitzen lieber auf dem Sofa und lassen uns von irgendwas berieseln. Das verbraucht dann weniger Energie. Und
Wir stellen dann aber immer wieder fest, so ganz die ganze Zeit kann man das auch nicht machen. Und wenn man sich dann dem Leben aussetzt, vor allen Dingen dem Zusammenleben mit anderen Menschen aussetzt, dann wird dieses einmal gefundene Gleichgewicht, dieser einmal gefundene kohärente Zustand dauernd wieder gestört. Die Nervenzellen versuchen, das wieder in Ordnung zu bringen, indem sie für Verknüpfungen sorgen und Verbindungen aktivieren, die den Energieverbrauch wieder reduzieren, den jede einzelne Nervenzelle unter diesen Bedingungen erlebt. Und wenn es einem tatsächlich gelingt, so, das sind ja immer Probleme, die man hat, wenn es einem wirklich gelingt, irgendein Problem, was so einen inkohärenten Zustand im Hirn erzeugt hat, bei dem dann auch alles durcheinander läuft da oben und Nervenzellen durcheinander feuern und irrsinnig viel Energie verbraucht wird, wenn es einem dann gelingt, so ein Problem, was eben mit diesem hohen Energieverbrauch einhergeht, zu lösen, dann wird gewissermaßen dieser hochenergieverbrauchende inkohärente Zustand in einen wenig energieverbrauchenden, kohärenteren Zustand überführt. Das ist das, worum es geht. Und das, was dann dabei passiert, ist, dass man eine Lösung findet für das betreffende Problem. Und die dabei aktivierten Netzwerke, die einem sozusagen die Lösung dieses Problems ermöglicht haben, die werden dann gefestigt und gestärkt. Und das hat was damit zu tun, dass immer dann, wenn es einem gelingt, einen inkohärenten Zustand in einen kohärenten Zustand im Hirn zu überführen, ja, kann man ja sagen, energiefrei wird, weil jetzt nicht mehr so viel verbraucht wird. Und wir können uns dann vorstellen, dass dadurch mit dieser frei werdenden Energie Nervenzellgruppen im Mittelhirn, die nennen die Hirnforscher Belohnungszentrum, aktiviert werden und die schütten dann ihrerseits wieder Botenstoffe aus, die, ja, die haben dann so eine ähnliche Wirkung wie Kokain oder Heroin oder endogene Opiate. Also das handelt sich da im Wesentlichen um Katecholamine, um Dopamin und um endogene Opiate. Und die aktivieren wiederum andere Netzwerke, die ihrerseits wieder Netzwerke aktivieren, die dann auch bestimmte Körperzustände in Gang bringen, die wir als angenehm empfinden. So, jetzt haben Sie verstanden, warum das immer so schön ist und man so ein tolles Gefühl hat, wenn man eine Lösung findet. Und dass das, ja, und ich weiß nicht, ob Sie werden das auch erlebt haben. Das ist ja manchmal so, dass wenn man sich sehr lange mit so einem Problem herumgeschlagen hat und dann endlich eine Lösung findet, das ist ja ein sehr beglückender und auch natürlich fast rauschartiger Zustand. Also dieses Aha-Erlebnis, nachdem man wochenlang vergeblich versucht hat, irgendwas zu klären und zu lösen. Das ist schon eine wunderbare Erfahrung, die man da macht. Und das Interessante ist, dass diese Botenstoffe, die dabei ausgeschüttet werden, auch eine Wirkung haben, die wir als neuroplastische Wirkung nennen. Das heißt, das sind Substanzen, die Rezeptoren aktivieren, die zum Teil auf Nervenzellen, aber vor allen Dingen auf Gliazellen sitzen und die dazu führen, dass diese betreffenden Zellen dann sogenannte Nervenwachstumsfaktoren ausschütten, also Substanzen, die Nervenzellen über einen Mechanismus, der damit einhergeht, dass bestimmte neue Gensequenzen abgeschrieben werden können und neue Eiweiße hergestellt werden können, werden diese Nervenzellen dann dazu gebracht, dass die plötzlich neue Fortsätze ausbilden können, dass die bestehende Kontakte mit anderen verstärken können. Und auf diese Weise wird gewissermaßen das betreffende Netzwerk gestärkt oder dieses betreffende Verschaltungsmuster wird gestärkt, was Sie gerade eben benutzt haben, um die betreffende Lösung dann auch zu aktivieren. So, und jetzt haben Sie verstanden, und das halte ich für extrem wichtig, dass das, was im Hirn verankert wird, nicht die Probleme sind, die wir alle haben, sondern die Lösungen, die wir gefunden haben für diese Probleme. Da muss man noch ein bisschen länger drüber nachdenken, was das dann wirklich bedeutet. Und das, wenn man so ein bisschen bildlich ausspricht und ausdrückt, heißt das, dass immer dann, wenn wir ein
Problem, was uns tief beschäftigt, lösen können, im Hirn ein Mechanismus in Gang kommt, der dazu führt, dass, ja, ich nenne das immer gerne wie bei einer Gießkanne im Hirn so eine Art Dünger ausgeschüttet wird. Das sind diese neuroplastischen Botenstoffe und die sorgen dann dafür, dass genau die Netzwerke, die ich gerade benutzt habe, um das Problem zu lösen, dann auch gestärkt und gefestigt werden. Und das ist, erklärt jetzt, dass wir in dem, was wir tun, wenn wir solche Lösungen dann einsetzen, dann auch sehr schnell immer besser werden. Das reicht vom Erlernen des Fahrradfahrens bis hin zu solchen Phänomenen, dass man dann, wie ich beispielsweise im Laufe des Lebens, immer besser geworden bin, solche Vorträge zu halten und das heute sogar unter Bedingungen kann, die dann ganz und gar ungünstig sind, nämlich ohne sie nun direkt leibhaftig vor mir zu haben und zu sehen, wie sie reagieren und wie ihre Mimik und Gestik aussieht, sondern dass ich das dann selbst unter solchen Bedingungen mir vorstellen kann, dass es sie interessiert, was ich ihnen dann möchte. Ja, das ist diese Seite so. Und jetzt müssen wir uns jetzt, oder jetzt haben wir die Voraussetzung dafür, wenn sich das Gehirn selbst organisiert und wenn es sich entlang der Lösungen organisiert und seine Vernetzungen dann im Hirn so gestaltet, dass diese Lösungen, die man findet, dann auch im Hirn verankert werden. Und im Falle von solchen Vorstellungen, die man im Laufe seines Lebens sich zu eigen macht, wäre das dann die präfrontale Rinde, in der diese betreffenden Netzwerke dann gestärkt und gefestigt werden. Dann kann man sich jetzt etwas genauer anschauen, wie das eigentlich kommt, dass wir dann mit einer bestimmten Vorstellung herumlaufen und diese Vorstellung auch noch für richtig halten und auch dauernd, wie beispielsweise Herr Lauterbach, andere davon überzeugen wollen, dass das die einzig richtige Vorstellung ist, der es nun zu folgen gilt. Sieh an, wie tief das Problem reicht, was ich da versuche anzureißen, weil hier ja gewissermaßen, es führt ja dann dazu, dass Menschen miteinander in Konflikte geraten, weil sie bestimmte Vorstellungen haben. Eigentlich sind die Vorstellungen unvereinbar. Die Menschen könnten sich schon verstehen. Aber die Vorstellungen, die sie haben, zwingen diese Menschen, weil sie sich damit so sehr identifizieren, dazu, dass sie dann eben versuchen, sich mit dieser Rechthaberei oder ihrer Besserwisserei über die Vorstellungen anderer hinwegzusetzen. Und da brauchen wir dringend, wie Sie alle ahnen, eine Lösung. So, und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie ich oder wie Sie zu bestimmten Vorstellungen gelangt sind. Und dann ist klar, die haben wir nicht mit auf die Welt gebracht. Die sind im Laufe unseres Lebens ja erst im Hirn verankert worden. Und die Vorstellungen, die wir so aufbauen, sind ja immer Vorstellungen, die uns helfen, einen inkohärenten Zustand etwas kohärenter zu machen. Und die stärkste Inkohärenz, die wir im Laufe unseres Lebens im Hirn jemals erfahren können, erleben wir immer dann, wenn wir von anderen Menschen zum Objekt gemacht werden. Wenn wir also nicht in unserer Subjekthaftigkeit gesehen werden, wenn wir nicht so angenommen werden, wie wir sind, sondern wenn wir in eine Welt von Erwachsenen hineinwachsen und uns dort zurechtzufinden versuchen, wo diese Erwachsenen mit ihren Vorstellungen uns ein Problem bereiten, weil sie gerne möchten, dass wir auch so denken wie sie. Das heißt, wir sind eine ganze Zeit, die ersten 3 Lebensjahre zumindest, alle unterwegs in unserer ganzen Subjekthaftigkeit. Wir sind die Konstrukteure unseres eigenen Lernprozesses. Wir lernen durch spielerisches Ausprobieren, was geht und was nicht geht.
Das geht mit dem eigenen Körper los und jeder, der Kinder ins Leben hinaus begleitet hat, weiß, wie sehr diese Kinder ständig dabei sind, auszuprobieren, was alles geht, bis dorthin, dass die versuchen, den großen Zeh in den Mund zu stecken. Das sind dann diese körperlichen Prozesse, wo ausprobiert wird, was geht. Dann wird natürlich mit Gegenständen ausprobiert, was geht. Und das sind die entscheidenden Lernprozesse. So findet Lernen statt. Durch Ausprobieren, was geht. Und dabei lernt man, was funktioniert. Das wird verankert. Das ist die Lösung. Und was nicht geht, das wird nicht weiter ausprobiert und das lässt man liegen. Und so geht es dann gewissermaßen immer weiter. Und das ist ein wunderbarer Zustand, wenn Sie sich noch daran zurückerinnern können, wie Sie durch spielerisches Ausprobieren in der Küche ihrer Mutter aus dem ganzen Küchengeschirr dann so ein Seeräuberschiff gebaut haben. Und Sie ahnen jetzt schon, wo das Problem steckt, nämlich dass die Mama dann nicht immer nur beglückt ist über das, was ihre Kinder mit dieser unbändigen Gestaltungslust und ihrer ganzen Entdeckerfreude, die sie schon mit auf die Welt bringen, da alles ausprobieren. Und wir müssen dann auch ausprobieren als Kinder, wie weit wir gehen können. Wir müssen auch ausprobieren, was die Mama so aushält. Das sind auch wichtige Lernerfahrungen. Und wenn man da keine Grenzen gesetzt kriegt, dann muss man immer weiter probieren, bis man dann irgendwann merkt, also jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das ist natürlich auch eine Erfahrung, dass man mehr oder weniger weit gehen kann mit dem, was man da so tut und was man sagt, bevor der andere dann auch wirklich reagiert. Aber so funktioniert einfach Lernen. Wir haben eine völlig, ich sage es jetzt mal so hart, wie es ist, eine völlig bescheuerte Vorstellung von dem, was Lernen sei, weil wir das ständig in der Schule verorten. In der Schule wird auch manches gelernt, aber in erster Linie eben ja nicht das, was dort gelehrt wird, sondern was auch in der Schule durch spielerisches Ausprobieren dann an neuen Erkenntnissen verankert wird. Und deshalb ist es nicht durch Unterricht, ist es nicht der Unterricht, der uns es ermöglicht, unser Hirn zu strukturieren, sondern es sind die selbstgemachten Erfahrungen. So. Und diese Erfahrungen, die wir machen, das ist ja was anderes als Wissen, was man sich aneignet. Eine Erfahrung machen Sie immer dann, wenn Sie in eine Situation geraten, wo so eine Inkohärenz entsteht. Also Sie probieren was aus und es funktioniert nicht. Oder es wird Ihnen gesagt, so geht das nicht. Oder es wird Ihnen noch deutlicher auf die eine oder andere Weise klargemacht, dass wenn Sie das so machen, Sie dann Gefahr laufen, nicht mehr so gemocht zu werden, wie sie das gerne möchten. Denn es gibt ja auch noch dieses zweite Grundbedürfnis, das sie alle schon mit auf die Welt gebracht haben. Und das ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Und das ist so wichtig, dass wir alle uns dann, als wir gemerkt haben, wir laufen Gefahr, nicht so gemocht zu werden, wie wir das nun gerade machen, dass wir dann alle versuchen, es so zu machen wie diejenigen, die wir mögen und mit denen wir uns gern verbunden fühlen wollen, wie die das auch wünschen. So, und derjenige, der sich wünscht, dass sein Kind so werde, wie er das sich vorstellt, er macht das Kind zum Objekt seiner Vorstellung. Und das dauert dann nicht lange, dann macht das auch zum Objekt seiner Belehrungen und dann macht das zum Objekt seiner Bewertungen und am Ende auch noch zum Objekt seiner Maßnahmen. Ja, und diese Erfahrung, die man dann als Kind macht, wenn man wie ein Objekt behandelt wird, ist gewissermaßen die stärkste Inkohärenz erzeugt, die stärkste Inkohärenz, die es wohl überhaupt in unserem Hirn gibt, weil nämlich beide Grundbedürfnisse, wenn ich wie ein Objekt behandelt werde, gleichzeitig verletzt werden. Wer mich wie ein Objekt behandelt, gibt damit mir deutlich zu verstehen, dass er sich so, wie ich bin, nicht mit mir verbunden fühlt. Er will mich anders haben. Und wer mich wie ein Objekt behandelt und mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, der verletzt auch mein Grundbedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie. Später nennen wir das Freiheit.
Und beide Grundbedürfnisse gleichzeitig zu verletzen, erzeugt im Hirn die größte Inkohärenz, die man sich überhaupt vorstellen kann. Gott sei Dank haben wir das alle schon einigermaßen überstanden, weil wir eine Lösung gefunden haben. Und diese Lösungen sehen für Menschen sehr unterschiedlich aus. Also tendenziell kann man sagen, es gibt Menschen, die, wenn sie als Kinder erleben, dass sie zum Objekt gemacht werden, sehr schnell auf die Idee kommen, dann einfach diejenigen, die sie zum Objekt machen, auch zum Objekt zu machen. Also das kennen Sie alle. Das kleine Mädchen kriegt von der Mama gesagt, jetzt zieh dir endlich deine Schuhe an, und das kleine Mädchen beugt sich nach unten und sagt sich selbst mehr oder weniger laut, blöde Mama. So, das ist, Mama hat das Kind zum Objekt gemacht, das Kind macht Mama zum Objekt, und manche Kinder lernen das so extrem gut, andere zum Objekt zu machen, dass die damit wunderbar durchkommen. Da muss man noch dazu sagen, jedes Mal, wenn man so eine einmal gefundene Lösung wieder erfolgreich einsetzt, wird die ja noch weiter gebahnt. Und auf diese Weise entstehen im Hirn also so aus anfänglichen schwachen Nervenzellverbindungen und Verknüpfungen allmählich Wege und dann Straßen und bei manchen Leuten auch regelrechte Autobahnen, von denen die gar nicht wieder runterkommen. Also wenn man jetzt also einmal erfolgreich diesen Weg beschritten hat, dass man versucht, andere zum Objekt zu machen, weil man selbst zum Objekt gemacht worden ist, tut das dann nicht mehr so weh, wenn die einen wieder zum Objekt machen, sondern man strengt sich noch mehr an, dass man die auch zum Objekt macht. Und das sehen Sie dann auf den Spielplätzen, das sehen Sie im Kindergarten, das sehen Sie in der Schule. Und das sehen Sie bei manchen Menschen ein ganzes Leben lang, dass die immer versuchen, andere Leute vor ihren Karren zu spannen. Dass die immer versuchen, anderen Leuten zu sagen, wo es lang geht. Und diejenigen, die das am besten schon als Kinder gelernt haben und die dann besonders erfolgreich mit dieser Strategie andere Menschen zum Objekt ihrer eigenen Interessen, Absichten und Ziele zu machen, diejenigen, die das am besten gelernt haben, das werden dann ja dummerweise auch noch die Führungskräfte in unserer Wirtschaft oder in der Politik oder in den Medien. Das ist also eine schwierige Situation, weil es ja auf eine gewisse Weise dann auch deutlich macht, dass diese Strategie, andere Menschen zu belehren, zu bewerten, nach seinen eigenen Vorstellungen zurechtzubiegen, sie so ändern zu wollen, wie man das gerne möchte. Auf diese Idee kann ja nur einer kommen, der in seiner Kindheit und im späteren Leben nicht die Möglichkeit gefunden hat, das Gefühl zu haben und die Erfahrung zu machen, dass er um seiner selbst willen gemocht wird und dazugehören darf. Das ist leider in unserer Gesellschaft eben sehr häufig dann auch der Fall, und wir alle haben wahrscheinlich im Laufe unseres bisherigen Lebens diese Erfahrung gemacht, dass wir nicht immer so angenommen und gemocht werden, dazugehören da dürfen, wie wir sind, sondern dass uns immer andere auch deutlich gemacht haben, was sie von uns erwarten. Und das macht man sich dann zu eigen, das wird dann eine Vorstellung. Das heißt, ich habe dann die feste Vorstellung in meinem Hirn verankert, dass es darauf ankommt, mich so zu verhalten, dass andere Leute mich mögen. Ja, wunderbar, dann hat man schon mal den ersten Schritt getan. Wird sich dann auch bemühen, die Vorstellungen anderer Menschen zu übernehmen, die im eigenen Hirn auch wieder zu verankern. Und das führt dann dazu, dass schon Kinder sehr nahe liegen, also dass Kinder nicht, weil sie diese Vorstellung aufgezwängt bekommen, sondern weil sie diese Lösung angeboten bekommen. Wenn du diese Vorstellung dann auch verfolgst, dann wirst du von mir gemocht, dann darfst du dazugehören. Deshalb eignen sich Kinder die Vorstellung von Erwachsenen. Und nebenbei gesagt auch die Verhaltensweisen. Wenn ich bei einem gewalttätigen Vater groß werde, der mich wie ein Objekt behandelt, dann erlebe ich ja, dass der damit erfolgreich ist. Das heißt, ich neige dann dazu, diese Lösung, die dieser Vater gefunden hat für seine Probleme, auch zu meiner Lösung zu machen, und dann werde ich dann auch einer, der dann andere schlägt und mit Brutalität seine eigenen Interessen durchsetzt. Und wenn man sich dann so bestimmte Überzeugungen zu eigen gemacht hat, von denen man glaubt, dass es darauf ankommt, damit man von anderen gemocht wird und dazugehören darf,
Und man diese Überzeugung und diese Vorstellung dann auch eine längere Zeit immer wieder eingesetzt hat und man auch noch gemerkt hat, dass es geht, dann führt das dazu, dass diese Vorstellung immer stärker ausgeprägt wird und dass man sich kaum noch außerhalb dieser Vorstellung bewegen kann und dass man sich sogar mit dieser Vorstellung identifiziert. Und jeder, der dann kommt und sagt, hey, du sag mal, bist du denn noch bei Trost und da gibt es doch auch andere Möglichkeiten, die Welt zu betrachten und mit diesem Problem umzugehen, dann wird das von mir als Angriff auf mein Ich, auf meine Persönlichkeit, auf mein Selbstbild betrachtet. Und man ist mit diesen Vorstellungen fast so verwachsen wie mit einzelnen Körperteilen. Also ich kenne Menschen, die so reagiert haben, wenn die in eine Situation gebracht worden sind, wo sie ihre eigenen Vorstellungen, wo ihre eigenen festen Überzeugungen hinterfragt worden sind, die darauf so reagiert haben, als wollte ihnen jemand den Arm oder den Bein amputieren. Das muss man wissen, damit man begreift, dass Menschen nicht einfach aus Lust und Laune an ihren Vorstellungen festhalten und dass es auch nicht möglich ist, diese Vorstellung einfach mal so zu verändern, weil diese Vorstellungen Teil der eigenen Identität geworden sind und man das dann so wie ein Zusammenbruch der eigenen Identität erlebt, wenn man diese Vorstellungen nicht mehr aufrechterhalten kann. Im Augenblick ist das etwas, was wir in unserer gesamten Gesellschaft erleben, nämlich dass es sehr viele und immer mehr Menschen gibt, die merken, dass die Vorstellungen, mit denen sie bisher rumgelaufen sind, dass zum Beispiel ständiges Wachstum möglich ist oder sogar notwendig ist, damit es weitergeht, damit die Wirtschaft läuft, oder aber dass Konkurrenz und Leistungsdruck notwendig sind, damit irgendwas erreicht wird, das sind ja alles Vorstellungen. Und da kommt im Augenblick einiges ins Wanken und das wäre schön, wenn ich bei Ihnen wäre, wenn wir das noch mal ein bisschen tiefer beleuchten könnten, wo Menschen plötzlich mit ihren festen Überzeugungen und dem, wo sie glauben, doch unbedingt Recht zu haben, gegen die Wand laufen und merken, hey, das geht ja doch nicht. Und da muss ja doch irgendwas an meiner Vorstellung falsch sein. Und viele Menschen reagieren darauf mit Ratlosigkeit, mit Ohnmacht, mit Hilflosigkeit. Und das mag einer der Gründe dafür sein, dass wir jetzt so auch sehr viele und eine dramatische Zunahme von solchen psychischen Störungsbildern sehen, die alle dadurch gekennzeichnet sind, dass sie aus der Angst heraus erwachsen, nämlich aus der Angst, sich in dieser Welt nicht mehr zurechtfinden zu können, weil die eigenen Vorstellungen nicht mehr funktionieren, mit denen man bisher unterwegs war. So, das war die eine Sorte von Menschen, die also, wenn sie selbst von anderen Menschen zu Objekten von deren Vorstellungen und Absichten und Zielen und Belehrungen und Bewertungen und Maßnahmen gemacht werden, darauf reagieren als Lösung, einfach andere Menschen auch zu belehren und zu bewerten und zum Objekt ihrer Vorstellungen zu machen. Es gibt noch eine zweite Lösung, auch die kennen Sie alle. Die ist im Grunde genommen wahrscheinlich noch schwieriger für die betreffende Person. Und die besteht dann darin, dass man ja auch, wenn man von anderen Leuten kritisiert wird, wenn man von anderen Leuten gesagt bekommt, dass man so wie man ist, nicht richtig ist und doch eigentlich anders werden sollte, wenn man also von anderen Menschen zum Objekt von deren Vorstellungen und Belehrungen und Bewertungen gemacht wird, dann kann man auch auf die Idee kommen, sich selbst für blöd zu halten, also das einfach anzunehmen. Dann macht man sich selbst zum Objekt seiner eigenen Bewertung. Und wenn ich erst mal so weit bin, dass ich als kleiner Junge in der Schulklasse von dem Mathelehrer immer wieder gesagt bekomme, dass ich für Mathe zu doof bin und ich das ja dann auch noch in Form dieser Bewertungen dann immer wieder auch schriftlich vor Augen geführt bekomme, und dann tut mir das weh, weil eigentlich habe ich ja nichts gegen Mathe gehabt und eigentlich habe ich ja, wäre ich vielleicht auch ein guter Mathe-Schüler geworden, aber irgendwie hat das jetzt, führt das dazu, dass ich mich dann selbst für zu blöd erkläre für Mathe. Und dann heißt es eben, ich bin zu doof für Mathe oder ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht schön genug. Und dann schreibt man sich das sozusagen selbst zu. Und in dem Augenblick, wo ich mir dann erstmal lange genug eingeredet habe, dass ich kein Mathe kann
Und das dann auch noch bestätige damit, dass ich sage, meine Mutter oder meine Eltern sind auch zu blöd für Mathe und das ist wahrscheinlich genetisch. Genau. Dann ist Ende. Dann komme ich aus der Nummer gar nicht wieder raus. Und das führt dann dazu, dass sie natürlich auch die Prophezeiungen dieser Menschen, die sie zum Objekt ihrer Bewertung gemacht haben, dann tatsächlich erfüllen. Aber es tut nicht mehr weh. Wenn ich erstmal sage, ich bin für Mathe zu doof, dann kann der Mathelehrer mir jede beliebige Benotung und Bewertung erteilen. Das macht mir nichts mehr aus, weil ich bin ja für Mathe zu doof. Und das ist dann diese Lösung, dass man sich selbst zum Objekt seiner eigenen Bewertung macht, das ist natürlich hochfatal, weil man sich dann ja am Ende selber nicht mehr leiten kann. Also man macht sich zum Objekt, kommt zwar in der Welt zurecht, aber mag sich selber nicht mehr, weil so einer möchte man ja in Wirklichkeit auch nicht sein. Und das ist auch nicht so ganz einfach, diese Vorstellung dann wieder später im Leben loszulassen. Und das kann einem aber passieren. Und die frohe Botschaft heißt nun, ja, es kann uns ständig passieren. Wir laufen auf unserer Suche, wie das Leben geht und wie man Lösungen findet für die Probleme, die das Leben für uns bereithält, kann man sich immer wieder verlaufen. Das kann auch dazu führen, dass man Vorstellungen herausbildet, die so fest im Hirn verankert werden, dass die gewissermaßen das ganze weitere Leben und das Zusammenleben mit anderen bestimmen. Und dass das umso schlimmer wird, je erfolgreicher man das über die Jahre hinweg immer wieder einsetzt, dieses betreffende Lösungsmuster. Das kann alles passieren, aber, und jetzt kommt die frohe Botschaft aus der Neurobiologie, das Hirn ist ja zeitlebens plastisch. Bis ins hohe Alter ist es prinzipiell möglich, dass Sie diese Vorstellung auch noch mal loslassen. Sie können sich auch, wenn Sie das wollen, auf neue Erfahrungen einlassen und diese neuen Erfahrungen, die Sie dann machen können, dazu führen, dass die alten Vorstellungen, die Sie hatten, in Frage gestellt werden und dass Sie jetzt plötzlich eine neue Vorstellung davon herausbilden, wie Zusammenleben beispielsweise konstruktiv gemacht werden kann. Sie können eine neue Vorstellung für sich selbst herausbilden, was Sie eigentlich für ein Mensch sein wollen und wie Sie Ihr Leben gestalten wollen, wem Sie glauben wollen und was Sie glauben wollen. Das sind dann wunderbare Möglichkeiten und die funktionieren hirntechnisch bis zum letzten Atemzug. Also das Hirn könnte sich schon umbauen, nur wir machen das nicht so gerne. Weil es natürlich bequemer ist. Und jetzt wissen Sie, warum ich so lange am Anfang auf dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik herumgehackt habe. Es ist natürlich wesentlich bequemer, in dem alten, einmal gefundenen Lösungsmuster zu verharren, als sich dem Unbill einer nicht ganz gewissen Zukunft auszusetzen. Also Menschen bleiben lieber bis zum Hals im Sumpf ihrer eigenen Vorstellungen stecken. Das ist energiesparend, weil da können Sie operieren, da wissen Sie, wie es geht, damit sind Sie vertraut. Das bringt Sie nicht allzu sehr durcheinander. Es ist zwar kein schönes Leben, aber den Vorschlag, doch einfach aus diesem Sumpf herauszukrabbeln und sich ans Ufer zu stellen, der kommt Ihnen ganz komisch vor, weil das könnte ja sein, dass es regnet, dass es windig ist, dass hinter dem Ufer ein Abgrund existiert. Und deshalb sind Menschen dann doch eher geneigt, obwohl sie rein theoretisch die Vernetzungen in ihrem Hirn umbauen könnten, sind Menschen dann doch eher geneigt, an ihren einmal gewonnenen Überzeugungen und den einmal gewonnenen Vorstellungen festzuhalten. Ja, und das macht die ganze Problematik schwierig. Und deshalb wäre es gut, jetzt schauen wir uns an, wie es gehen könnte, wäre es gut, wenn wir uns alle zunächst erstmal darüber vergewissern könnten und uns auch gegenseitig darin bestärken könnten, dass eine der dümmsten Vorstellungen, mit denen wir alle rumlaufen, die ist, dass wir einen anderen Menschen verändern könnten.
Das wäre schon mal großartig. Ja. Was wir können einen anderen Menschen mit Hilfe von Konditionierungstechniken, von Belohnungen und Bestrafungen, können wir den abrichten. Wir können ihn also dressieren. Wir können ihn dazu bringen, dass er sich so verhält, wie wir das wollen. Aber deshalb hat er sich nicht verändert. Ja, deshalb ist er im Inneren immer noch so, wie er vorher war. Und wenn wir mit den Belohnungen aufhören oder wenn die Bestrafungen auf einmal nicht mehr so konsequent durchgesetzt werden, dann wird er wieder genauso, wie er vorher war. Also der Versuch, das Verhalten von Menschen durch Abrichtungsmethoden zu verändern, ist ja, vor allen Dingen in den angelsächsischen Ländern, in den USA, sehr beliebt. Die sind noch sehr auf dieser Konditionierungsschiene, aber das ist wohl ein Irrweg. So geht es nicht. Wir können andere Menschen nicht verändern, weil das, was ihr Verhalten bestimmt, eben diese inneren Einstellungen sind. Also ich nenne das immer gerne eine Haltung, und die ist auch immer gebunden an bestimmte Vorstellungen, an ein bestimmtes Selbstbild. Und das, was das Verhalten lenkt, ist eben, was das Verhalten lenkt, ist die in diesem Menschen durch Erfahrungen entstandene und verankerte innere Haltung. Und die können Sie nicht verändern. Jedenfalls nicht mit den Methoden, mit denen wir das die ganze Zeit versuchen. Also Sie können einen anderen Menschen nicht verändern. Der Einzige, der sich verändern kann, ist diese andere Person. So, und das wird die aber nur machen, wenn sie es will. Also wenn sie es nicht will, macht sie es nicht. Und sie wird es nur dann wollen können, wenn das, was dann nach so einer Veränderung, auf die sie sich einlässt, ihr vorschwebt, was sie dann glaubt, was dann passiert, ihr viel attraktiver erscheint als das, was sie im Augenblick hat. Also es müsste gewissermaßen, sie müssten eine andere Person dazu bringen, dass sie aus dem Sumpf ihrer eigenen Vorstellungen heraussteigt, weil sie das Ufer so schön findet, wo sie dann wieder im freien Wind sich entfalten kann. Und deshalb heißt das Motto, wenn man wirklich einen anderen Menschen mag und daran interessiert ist, dass der aus Verwicklungen und solchen Vorstellungen, die ihm seine ganze Lebendigkeit rauben, die ihn fast in einen Zustand bringen, wo er gar keinen Kontakt mehr hat mit seinem Körper, mit seinen Grundbedürfnissen, wo die ganze Entdeckerfreude und die Gestaltungslust weg ist, wo er sich vorkommt wie im Hamsterrad, wo es nur noch darauf ankommt, dass es alles gut funktioniert und perfekt abgewickelt wird. Wenn ein Mensch, der sich in dieser Weise verwickelt hat, vor Ihnen steht, dann können Sie eigentlich nichts anderes machen, als ihn, ja, einladen, ermutigen, inspirieren, nochmal eine neue Erfahrung machen zu wollen, von der sie dann davon ausgehen, dass wenn er diese Erfahrung machen würde, dann wird er sich auch die Vorstellung ändern, mit der er bisher rumgelaufen ist. So, und jetzt ahnen Sie, warum ich das sage. Wir sind grottenschlecht. Wir sind ziemlich gut in der Abrichtung und Dressur. Aber wir sind grottenschlecht, wenn es darum geht, andere Menschen einzuladen. Und der Grund ist, ja, ist auch relativ banal. Man kann einen anderen Menschen nur einladen, wenn man ihn mag. Ich kann niemanden einladen, den ich nicht mag. Und wir haben alle nicht gelernt, wie das gehen soll, dass ich einen Menschen, den ich überhaupt nicht leiden kann, plötzlich mögen soll. Also ich versuche das manchmal mit Führungskräften, die sich dann so beschweren über die Mitarbeiter, die alles nicht so machen, wie sie das wollen. Und dann sage ich, wenn Sie jetzt den Herrn Müller vor sich haben und der Ihnen da dauernd so auf den Nerv geht, dann könnten Sie ja auch, anstatt dass Sie dann dauernd an dem rummachen und ihm da Ihre Bewertungen vorhalten und ihm sagen, was er machen soll, Sie könnten auch mal versuchen, irgendwas an dem zu finden, was Sie mögen. Und dann gucken die erstmal ganz komisch und dann sage ich, da müssen Sie mal anders rangehen. Sie könnten ihn ja nach dem Wochenende mal fragen, was er jetzt eigentlich am Wochenende gemacht hat, bevor Sie ihn gleich wieder dafür kritisieren, dass er irgendwas nicht richtig gemacht hat in der Firma. Und das könnte passieren, dass dieser Mitarbeiter Ihnen dann sagt, am Wochenende hätte er seine Bienen eingefüttert. Und dann merken Sie, Sie haben da einen Imker in Ihrer Abteilung.
Und das in einer Zeit, wo es kaum noch Imker gibt, wo die Bienen alle sterben. Und da haben Sie einen, der sich darum kümmert, dass diese Bienen weiter am Leben bleiben. Und in drei Teufelsnamen, dann laden Sie doch bitte diesen Bienenzüchter ein und nicht den ganzen Herrn Müller. So, und das geht. Und man kann dann den Fokus seiner Aufmerksamkeit auf diesen Anteil in Herrn Müller richten, den man mag. Und das Sonderbare, was dann passiert, ist, dass der ganze Herr Müller hinterherkommt. Der hängt da nämlich dran. Und da der Herr Müller meistens erlebt hat, dass er immer nur kritisiert wird, kommt er sogar sehr gerne hinterher, wenn er endlich mal von irgendjemandem begegnet, der ihn sieht, der etwas an ihm mag. So, also Sie können Menschen nur einladen, ermutigen, inspirieren, wenn Sie wirklich mit diesen Menschen bereit sind, in eine Beziehung zu gehen, die nicht eine Objektbeziehung ist, sondern wenn Sie bereit sind, diesem anderen Menschen zu begegnen. Und das werden Sie nur machen, wenn Sie diesen anderen Menschen, wenn Sie irgendwas an diesem anderen Menschen haben, was Sie und finden, was Sie mögen können. Und dann können Sie ihn einladen und dann kann es passieren, dass der sozusagen es ausprobiert und dabei herausfindet, dass er auch diese blöde Vorstellung, an der er so hängt und die er für das einzig Richtige hält, dass er diese blöde Vorstellung durch die neue Erfahrung, die er jetzt macht, loslassen kann. Das ist ein wunderbarer Prozess. Ich nenne das immer, das ist die einmalige Chance im Leben eines Menschen, sich aus einer Verwicklung, in die er geraten ist, zu befreien. Und auf Deutsch heißt das ja dann, wenn ich mich aus einer Verwicklung, in die ich geraten bin, befreie. Das heißt ja dann Entwicklung. Ja, und diese Entwicklungsprozesse. Wir müssen langsam Schluss machen, Herr Doktor. Ich weiß, ich gucke auch schon auf die Uhr, aber diese Entwicklungsprozesse sind das, was wir uns in Zukunft vielleicht etwas genauer anschauen könnten. Wir könnten versuchen, anderen Menschen dabei zu helfen, sich aus den verwickelten Vorstellungen, die sie sich ins Hirn gebaut haben, weil es nicht anders ging damals, wieder zu befreien. Weil das, was sie damals an Vorstellungen sich ins Hirn gebaut haben und mit dem sie dann auch eine Zeit lang unterwegs waren, wird auch immer hinderlicher. Hindert sie auch an der Entfaltung und macht das Leben eigentlich nicht mehr richtig lebendig. Die funktionieren dann, aber sie sind nicht mehr so sehr lebendig. Und das bedeutet, dass wir doch alle uns gegenseitig helfen könnten, uns aus diesen zu eng gewordenen Vorstellungen zu befreien, aber nicht indem wir uns gegenseitig belehren und zum Objekt unserer Vorstellungen und Belehrungen und Bewertungen machen, sondern indem wir uns gegenseitig einladen, diesen Zauber dieser Welt und unsere eigenen Möglichkeiten in dieser Welt wieder neu zu entdecken. Wir sind weit weg davon, aber das ist aus meiner Sicht die einzige Chance, die wir haben, um auf diesem Planeten zu überleben. Weil sonst verwickeln wir uns so lange, bis wir uns am Ende nur noch alle totschießen. Danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.